Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizons. So, wir müssen mal eben ganz kurz. Was sind wir denn hier? Normal. Ah, ist das okay. Einmal kurz eine kleine Treppe bauen, denn ich würde gerne einen Keller, ja, errichten. Für unseren lustigen, also für die Stromversorgung für unseren lustigen Miner. Ich habe jetzt einen Miner eingesteckt gekriegt. Und zwar ist es wie folgt. Über die Config können wir einstellen. Einmal den Radius, klar, Maximum ist 32. Die minimale Höhe, also 0 Bedrock. Und die maximale 60, also Höhe 60. Und jetzt müssen wir hier Filter einstellen für alles, was wir da rausholen wollen. Das macht dann nämlich überhaupt gar nichts, ja. Deswegen habe ich hier einmal, es gibt verschiedene Arten von Filtern. Ich habe jetzt vor allem Item-Stack-Filter eingestellt. Item-Stack ist, du sagst dem Ding einfach, hier Obsidian, billig, rausholen, genau dieses und nichts anderes. Und ansonsten bin ich über Ore Direct gegangen. Ganz einfach, man gibt ein, oh, zum Beispiel, habe ich irgendwas noch vergessen eigentlich? Moment, Ore, Aluminium. Und man sagt Save. Dann hat er nämlich im Ore Dictionary hier alles Aluminium, was es hier gibt, in jedem erdenklichen Mod nur gefiltert, beziehungsweise, ja, doch, gefiltert. Anscheinend auch das Bauxit, wie ihr gesehen habt. Dann switche hier durch. Und ja, nimmt halt alles das raus, was wir hier ihm gesagt haben. Alles andere lässt er sonst drin. Ich habe jetzt vor allem noch Obsidian mit eingegeben und Granit und Diorit. Ich weiß nicht mehr genau, was davon jetzt was ist. Weil sie so einen hohen Exchange Value haben. Ansonsten kann man dem auch sagen, er kann alles rausnehmen. Also zum Beispiel auch Steine oder ne, das ganze übliche Gedönse. So, wir gehen hier am cleversten jetzt hier runter. 1, 2. Ich brauche Treppen. Ich brauche mehr Zeugs. So. Nehmen das und das und gib mir das dafür. Wow, ja, das war viel. Ach ja, genau, ich hätte Lapis reingetan gehabt. Deswegen ist okay. Kannst du wieder umtauschen, zum Glück. Ha. Ups. Kann passieren. So. Schwupp. Jetzt gib mir das. Dankeschön, sehr freundlich. Hopp, hopp. Und hier. Vielleicht nicht um. Ach, was soll's? Was soll's? Nun denn. Okay, noch weiter runter, bitte. Wo sind wir denn hier gelandet? Was denn das? Ah, das ist der Miner, wa? Haha, so, so, interessant. Das ist also seine Anzeige von dem, was er abbauen wird und was nicht. Cooler Shit, definitiv. Okay, hier zwei runter, da zwei runter. Hier. Mhm, mhm. So, dann noch, hier rüber. Bisschen Licht. Mein Gott, ist das dunkel hier. Und dann hier runter noch zwei. Das ist ein bisschen echt schnell. So. Da. Normal. Und das ist schon echt schnell. Meine Güte. Okay, also hier runter. Ja, ja, ja. So, 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 so. Okay, dann ist hier unser, in Anführungszeichen, Boden. Schön. Sehr schön, sehr schön. Okay, Doki, wo geht's denn hier runter? Hier vorne. Okay. Tun wir wieder Fast Mode rein. Fast Mode ist mega fast, ey. Fast Mode ist mega fast. Klingt logisch. Oh, scheiße. Nicht so ganz so schnell, bitte. So, das ist also Höhe 60 hier. Gut zu wissen. Wir brauchen vielleicht ein bisschen weniger. Und zwar... Warte, hier ist die erste Reihe Licht. Da ist die Reihe Licht. Da muss hier irgendwo mein Loch kommen. Ja, das. 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 Okay, also ich hätte gerne... Ich muss also noch um wie viel... Also um... 1, 2, 3, 4. Also 64, sagen wir mal 65. 6, 5.
Nein. Quatsch, andersrum. 5-5. Ja. Okay. Gut, 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 gut. So, dann geht's hier runter in das Kellergebilde. Dann müssen wir nur noch halbwegs ausbauen und irgendwie Sachen hübsch machen. Zumindest semi-hübsch im Sinne von praktisch. So, hier war jetzt das Ding, ne? Dann können wir jetzt nochmal in diese Richtung so weit gehen, dass wir Platz haben zum Arbeiten. Schön vorsichtig, schön vorsichtig. Ich übertreibe mit dem Fast Mode. Der ist nicht wirklich fast. Fast Mode ist fast, man glaubt es kaum. So. Na. Mit Gefühl, mit Gefühl. Okay. Ja, hier noch. Genau, 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 genau. Zack, zack. Die weit, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So. So, das noch mitnehmen hier. Haben wir noch ein bisschen Licht von oben. Schönen neuen Lampen. Hahaha. So, und dann. Wir müssen mal überlegen, was wir denn so an Strom benutzen wollen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe noch nicht geguckt, was man da logischerweise nutzen könnte, was viel Strom ergibt und nicht ganz so krass Ressourcen frisst. Mal gucken. So. Natürlich können wir währenddessen schon mal hier vielleicht. Ach, was soll's. So, so. Also quasi oben die Maschinen mit unendlicher Windenergie betreiben und hier unten irgendwas Festes. Mal gucken. Big Reactors gab es nicht, ne? Gib. Big. Falsches Ding. Mein Gott, schreiben kann ich heute echt nicht. Nee, kein Big Reaktor. Das ist gut. Das heißt, wir können mal wieder was anderes benutzen, außer immer noch ständig Big Reactor. So, als erstes müssen wir mal gucken, dass wir hier den Boden fixen. Haha. Und dann unsere lustigen Bricks mal wieder einsortieren. Hier, nimm das zurück. Danke. Können wir dafür wieder Lapis haben, bitte? Danke. Obsidian, ja genau, das habe ich gebraucht. Dingens, hier, nimm das, friss das. Gib mir dafür. Gib mir dafür. Ja, was kann man denn gut lagern? Ist da was? Nehmen Holz. Wollen die 32? Ja doch, 32 ist okay. Oder auch nicht. Gut, machen wir es anders und nehmen dafür Lapis. Ja. So, die Stone Bricks brauche ich noch. Deswegen können wir schon mal ein paar Stone Bricks. Kann ich, wenn ich... Verdammt. Das wollte ich eigentlich verhindern. Damn. Okay. Chaos pur. Chaos pur. Ah, okay, das reicht. Vielleicht hier. Für Holz da. Ja, ja, hier Holz da. Oh Gott. Wow, das ist krass. Gut. Vein Mode. Bam. Wenn man den Vein Mode, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wa? Der Vein meint wirklich nur die Erze raus. Zack. Zink. Cobble. Das war gefährlich. Das Ganze soll natürlich wieder stopfen. Womit? Keine Ahnung. Stonebricks. Was soll's? Die kosten, glaube ich, eh nur eins. Also von daher, was soll das? Was soll der Geiz? So. Lass mich hier durch. Hier noch was zu holen. Ja, danke schön. Hier nichts spawnt. Ach Gott. So, und natürlich nur wichtige Sachen. Also nur Erze, beziehungsweise, ja doch, Erze, Vein meint der. Alles andere lässt er schön bleiben, was auch sehr nett ist von ihm. So. Ach Gott, meine Nase kitzelt schon wieder. Ich hasse das, wie die Pest. So, okay, was haben wir noch zum Einsammeln? Erstmal nicht so viel, gut. Fast Mode. Slow Fast. Boom, 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 boom. Ach, warte mal, eine kleine kosmetische Folge, ja. Vielleicht noch ein paar mehr Lampen bauen. Die Lampen sind echt cool.
Decke kriegen. Wupp. Ja. Wirklich nur bis in diese Ecke hier. Ach ja, komm, das reicht, das reicht, das reicht. So. Dann, ja. Was gibt es eigentlich noch für Technik-Mods hier drin? Die wir noch gar nicht angefasst haben. Bleiben wir erstmal bei Technik und gucken später nach Magie. Wir haben noch Meta Overdrive, ne? Das haben wir auch noch, stimmt. Was das? Auch ein Mod zum Strom erzeugen? Ich weiß es gar nicht. Was sagt ein F7 hier? F7 sagt Chaos pur. F7 sagt auch, ich leck mich dir zu Tode. Okay, jetzt sieht F7 wieder aus. So, okay, okay, okay. Die Wände und so mache ich offscreen natürlich, das tue ich euch nicht an. So, jetzt haben wir einen Keller für unseren lustigen Mr. Mining Robot. Meta Overdrive. Du, warst du? Meta Overdrive. Warst du da für Stromerzeugung? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Fusion Reactor Control. Klingt sehr danach, ja. Definitiv, definitiv. Dafür braucht ihr aber noch ein zweites Ohr, ne? Was, welches war das? Und ich weiß, es ist extrem selten mal. Dilithium, genau. War es das? Genau, damit könnte man die Kernfusionsreaktor-Dingsbums machen. Stimmt, stimmt. Solarpaneele. Aha, aha, ja, ja, ja. Scout-Chip. Ship? Colonizer-Ship? What? Wow. herrlich. Okay, okay, okay. Nee, ich glaube, an Strom stößt das Ding noch nicht an. Das ist mir noch zu stromfresserisch. Okay, ich muss erstmal aufräumen. Aufräumen, Aktion, Limestone, du hast kein... Ach, hast du wohl... Okay, du da kommst weg. Du nicht. Bist du falsch, Limestone? Ja. So, okay. Sortierung. Nicht hier, aber hier. Ja. Flint kommt weg. Ach genau, ich habe ja noch mein Elektrum gemacht. Ha, stimmt. Das muss ich jetzt... Das musste ich jetzt erstmal durchbraten. Genau, und dann nochmal durchbraten. Ich glaube, ja. So genau. Hier, genau. Modular Heated Elektrum. Einfach Elektrum nochmal durch den Haufen. Gut, gut, gut. Klingt einfach. Und dann können wir auch mal hier direkt die weiteren Erze vererzen lassen. Dann auch das Sword off. Okay, dann heißt es warten. Was haben wir noch? Was ist das? Okay. Princess Clam. Ist ja süß. Okay. Interessant, interessant. Ich höre schon wieder diese lustigen Blitzes. Blitzes? Ja, der ist ein Blitz. Die flüstern mir in mein Ohr. Warum spawnen die hier? Was wollen sie von mir? Da ist er. Stopp! Danke. Was konnte ich jetzt mit dem Blitzgedönse machen? Thermal Foundation, echt? Blitzpower da. Mhm. Und damit mache ich dann was? Aerotum, das. Okay. Und damit mache ich dann was? Gar nichts. Gut. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay. So, dann immer das hier. Ich finde, das Modpack hier braucht ein Equivalent Exchange Update. Das kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein, bei einem fertigen Modpack daran zu denken, alles zu exchangen. Und zwar vernünftig und im richtigen Value und so. Weil ich als Modpack-Spieler habe dafür nämlich verdammt nochmal keine Zeit. Naja, naja. Noch geht's auch so. Ansonsten muss ich mich wirklich mal ransetzen und da was tun, obwohl ich echt keinen Bock habe. Weil das ist nämlich das Problem. Ich glaube, das ist nämlich nicht
ganz so einfach, wie man eben so tippst du die Tipps, sondern man muss ja auch die ganzen Sachen, die ich weiß gar nicht, IDs oder zumindest die konkreten, konkreten Namen wissen und dann... Oh Gott, das hat sich wie die Pest. So. Tumorwächter. Was nehmen wir denn als Exchange? Noch ein bisschen Holz? Ja, kann nicht schaden. Das weg und... Oh nee, die brauche ich eigentlich noch. Okay, Essen. Wo ist mein... Da ist mein Essen. So. Dann kann das hier noch rein. Und sowas gerade nicht. Nein, gut. Dann gib mir mal das. Dann müssen wir das nochmal durchdingseln. Und hab... Das mal weg hier. Weg, weg, weg. Heated. Und dann brauche ich eine Wasserquelle und ein paar Eimer. Habe ich noch Eimer? Zwei Eimer. Ich glaube, wir haben vier ganz gut. Und eine unendliche Wasserquelle. Aber eine Nase. Habe ich die hier draußen eigentlich? Irgendwie schon, ja. Ups. Und dann heißt es... Ach Gott. Das ist ja ganz schön ätzend eigentlich. Yeah. Konnte man nicht? Warte mal, es gibt doch so... Nee. Und? Nein, oh. Verdammt. Ich weiß nicht mehr, es gab einen Shortcut auch dafür, aber ich kenne ihn nicht mehr, keine Ahnung. Das, weiß ich nicht. Müssen wir halt so ein bisschen rumfummeln. Passt schon. So, erstmal so noch die zu Ende. Dann gucken wir uns das erste Teil an. Mal gucken, was man da so upgraden kann und was es kostet, das zu upgraden. Weil ich glaube kaum, dass das umsonst ist. Und wenn doch, dann sind die ziemlich wahrscheinlich... Keine Ahnung. Gucken wir mal. Machen wir die Chestplate zuerst, weil wir es gerade da haben. So. Shift verliert. Shift right click armor in your hand to add upgrades. Okay. Upgrade. Not upgrade. Wow, Vorsicht. Aha. Aha. Okay, was ist das? Add upgrade. Protection. Kraftschild. Hm? Electrolyzer. Was macht man denn damit? Info. Ah. Drown. Then. Achso, das ist zum Nicht-Trinken. Explosion Protection. Longfall. Ach du vier. Oh, cool. Fire Protection. Hardened Energy. Das heißt, using this power of hand. Let's stone. You know, man can hold more energy. Nice. Invisibility. Cool. Jetpack. Mit Netherstar, okay. Jump Boost. Mhm. Lava Protection. Oh. Andere Energy. Magic Protector. Cool. Magnet. Oh ja, das ist cool. Das wollte ich aber dann. Da, Gold geht auch. Night Vision ist immer gut. Player Protection. Cool. Potion. Reinforced Energy. Resonant Energy. Nice. Cool. Armor Camouflage. Solar Helmet. Auch nice. Sogar günstig. Eisen, Glas und Kohle. Das können wir mal direkt als erstes machen, denke ich. Wie viel Eisen? Eine Kohle. So, Shift-Rechtsklick. Dann Recipe. Das war... Oh, ein bisschen verhunzt hier. Passt schon. Das war... Wow! Das ist nicht so cool. Ender, Compendium. Das gibt's auch hier? Krass. Warte mal. Options? Nee. Nee. Options. Controls. Hardcore. Erstmal None.
Das ist ein bisschen blöd. Das kann ich aber, glaube ich, ne? Ist das? Electrolyzer? Einfach nur extra Glas, oder? Okay, halt, stopp. Ich kann auch searchen, ne? Das war jetzt Solar Helmet. Ja, Add, Upgrade. Nicht kompatibel? Warum nicht? Ach so, weil ich ein Chestplate in der Hand habe. Ich bin auch ein Held. Manchmal bin ich ein Held. Manchmal bin ich ein Mega-Held. Okay. Cool. Okay, also können wir gerade so nichts machen. Da habe ich, glaube ich, nichts dabei. Player Protector. Potion. Bla bla. Resonant. Bla bla. Solar Helmet, wirken Speed Boost, Step Assist, bla, an. Okay, with Protector. Okay. Cool. Die wollen natürlich erstmal chargen, das wäre mal eine Idee. Und dann sind wir auch schon sowas von über der Zeit. Alle hopp. Und alle hopp. Hopp. Oh, nö. Okay, dann eben so und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wunderschön, nicht wahr? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.